Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Zum Start von Fortnite Season 6 gibt es mich auch mal wieder zu sehen. Ja, lange nicht gesehen, würde ich sagen. Ne? War mal ein bisschen ungünstig in den letzten Videos. Jetzt bin ich wieder da. Fortnite Season 6 startet. Ja, Leute. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein neues Video. Und zwar frage ich euch, welches Level bist du denn geworden in Fortnite Season 5? Leute, loggt euch alle nochmal schnell ein, guckt nach, welches Level seid ihr geworden, schreibt es unten in die Kommentare rein, ja, und schreibt mir in die Kommentare, wie habt ihr gelevelt, ja, wie hast du gelevelt, wie bist du schneller im Battle Pass aufgestiegen, wie hast du schnell Stufe 100 erreicht, wenn du wie so ein Verrückter, wie Peljo zum Beispiel aus meiner Freundesliste irgendwie so Stufe 300 bist du so, schreibt mal in die Kommentare rein, wie hast du das geschafft, ne? Leute, Fortnite Season 6 wird wieder richtig krass, neuer Battle Pass, neue Skins, neuer Shop, ihr habt vielleicht gesehen, es gibt jetzt auch immer abends nachts bei mir den Shop als schöne Animation mit richtig geiler Musik. Ja, gibt noch ein paar Problemchen, aber das wird noch besser. Da habe ich noch ein paar Ideen. Aber jetzt ist erstmal Fortnite Season 6. Ihr seht, ich habe Stufe 266 erreicht. Wie habe ich das gemacht? Wie bin ich so schnell gelevelt in Fortnite? Ganz einfach, Leute. Ich habe Aufträge gemacht. Ja, mal gucken, ob es das in Fortnite Season 6 auch geben wird. Ne? Es gibt ja ganz normale Herausforderungen, ganz normale Aufgaben. Und dann gab es eben diese täglichen Aufträge, wo man immer 10 oder 15.000 XP machen konnte. Ich war dann relativ schnell Stufe 200, habe noch die ganzen Skins freigeschalten, habe natürlich alle Aufgaben gemacht, alle Herausforderungen, alle Challenges in Fortnite Season 5, ja, und in Fortnite Season 6 wird es ja wieder genauso sein, es wird wieder Challenges geben, macht die einfach, guckt die auf meinen Kanal, macht die, ja, lasst einfach Abo und Glocke da, damit ihr die nicht verpasst und, ja, ich bin echt gespannt, wie das Thema wird, ich habe jetzt wieder gesehen, irgendwo war ein Wolf, ich hatte ja auch die Vermutung, dass es ein Märchen-Thema wird, wenn du ähnliche Vermutungen hast, andere Ideen, schreib es unten in die Kommentare rein, bin sehr gespannt auf deine Meinung, ja, wir haben es gerade auch gesehen, jetzt spackt hier gerade wieder alles rum hier, GG. Fortnite hat abgestürzt, ja, Halleluja. Ja, Leute, GG, da sind wir wieder. Bin mal gespannt, ob das am Morgen besser läuft. Hab mir eigentlich auch neue Wasserkühlungsteile bestellt. Ziemlich teuer und hab fast alles hier. Es fehlt ein Teil, das Wichtigste, der Radiator. Muss ich ganz tief durchatmen. Ja, also wie gesagt, Fortnite Season 6 wird vermutlich wieder ähnlich sein wie Season 5. Herausforderungen, ne? Einfach die Aufgaben machen. Wenn es tägliche Aufgaben gibt, macht die täglichen Aufgaben. Wenn es XP-Münzen gibt, macht die XP-Münzen. Es hilft immer, länger am Leben zu bleiben und mehr Kills zu machen. Gruppenkeile ist natürlich immer perfekt. Ich denke, da wird sich nicht viel ändern. Gruppenkeile wird es weitergeben. Ich vermute, meine Vermutung war immer, Fortnite Season 6 wird ein Märchenthema, ne? Irgendwie mit Disney vielleicht wieder irgendwas. Die haben ja den ganzen Kram, Cinderella, Rapunzel, weiß ich nicht, was da alles gibt, ne, Ariel und sowas, hätte ich gedacht, passt eigentlich ganz gut und, ja, wie gesagt, bin da relativ schnell, ziemlich schnell aufgestiegen und ab Stufe 200, keine Ahnung, 40 oder so, macht das Ganze eh vergessen zu leveln, ich habe jetzt noch die ganzen Aufgaben fertig gemacht, einfach mal zum Spaß, Deto ist auch die ganze Zeit am zocken, ich weiß gar nicht, was der macht, ob der noch versucht, einen Solo-Sieg ranzukriegen diese Season oder so, ja, Grüße gehen raus, hallo, Deto, viel Spaß noch beim Solo-Spielen, ich sehe den ganzen Tag hier am Solo-Zocken, ja, der Typ, ey, Wahnsinn, und, ja, also wie gesagt, Season 6, ich bin gespannt, ich freue mich, ich hoffe auf Märchen, ich werde versuchen, wieder relativ schnell die Videos rauszukloppen, ich muss mal gucken, was mein PC so macht, schwackt ein bisschen rum hier die ganze Hardware, deswegen auch, wie gesagt, die Wasserkühlung für 1.500 € bestellt und ja, ganze Scheiße nicht aufbauen können, weil diese verdammten Radiatoren nicht lieferbar sind. Das musst du dir so ein bisschen vorstellen wie diese Heizkörper. Also ich habe quasi dann als Kühlung eine Heizung hier rumstehen. Nur, dass sie nicht heizt, sondern kühlt. Wer das interessiert, schreibt einen Kommentar, mache ich vielleicht auch mal ein Video zu. Aber jo, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, schnell leveln. Werde ich wieder Videos zu machen, Aufgaben werde ich Videos machen, mit dem Shop und so, das wird noch ein bisschen besser, vielleicht habt ihr es gesehen, nachts um 1 gibt es immer so die Videos, wo ich dann so die ganzen Sachen im Shop zeige, wann war das Ding das letzte Mal im Shop, was kostet es und so weiter, ich wurde schon, mir wurde schon gesagt, Wolter, erzähl mal ein bisschen was dazu, mach mal deine eigene Meinung, habe ich auch ein paar Ideen zu, wenn ihr selber Ideen habt dazu, schreibt mir die gerne in die Kommentare rein, ich werde noch die restlichen Gewinner von den Fortnite Season 5 Gewinnspiel ziehen, keine Sorge. Da fehlen noch ein paar Leute, die kriegen dann Skins und Battle Pass in Season 6. Ich werde auch gleich nochmal V-Bucks aufladen, nochmal ordentlich Kreditkarte aufladen hier und mal gucken. Ich glaube, ich werde es nicht übertreiben. Also 100.000 V-Bucks werde ich nicht kaufen, aber weiß nicht, 40, 50, gucken wir mal. Und ja, wie gesagt, bin sehr gespannt drauf, freue mich schon extrem drauf. Habe echt schon die letzten Wochen keinen Bock mehr gehabt auf Fortnite, muss ich ganz ehrlich sagen. Season 5 ging wieder viel zu lange, das ging los am 2. Dezember oder sowas. Jetzt haben wir 15.3. Ja, Leute, also ganz ehrlich, was war das jetzt? Ganzer Dezember, ganzer Januar, ganzer Februar und jetzt noch der halbe März. Und ich habe echt Angst gehabt, dass es noch länger geht, weil es waren in Gamefights eigentlich bis 31.3.
Jo, also Leute, Fortnite Season 6, wir sind alle gespannt. Ich sowieso, schreibt drei eure Kommentare, schreibt mir eure Kommentare, schreibt mir eure Texte in die Kommentare. Vor allem, welches Level hast du in Fortnite Season 5 erreicht? Bin gespannt, wer von euch das höchste Level erreicht hat. Und ja, ich denke, ich werde auch wieder Skins verlosen in Fortnite Season 6. Wenn ihr Bock drauf hat, einfach mal Abo und Glocke da lassen. Und wie ich die verlosen werde, mal gucken, was will ich dann morgen, wenn Season 6 da ist. In den Videos. Ja, also vielen lieben Dank fürs Zugucken, Leute. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.